Hallo und herzlich willkommen zur 36. Biodiversitätsvorlesung. Ja, heute und auch das nächste Mal werden wir uns mit der Gattung der Opossums befassen. Das machen wir in zwei Vorlesungen, einfach weil es so viel Material ist. Es sind fast 60 Folien, ein bisschen weniger. Ich glaube, es waren in der Summe 57 oder so. Ich habe es deswegen in zwei Teile gespalten, damit es nicht zu lang wird. Und hier im ersten Teil fangen wir natürlich mit der namensgebenden Gattung der Opossums an, die Delphis. Und diese Gattung gehört zu einer Familie der eigentlichen Beutelratten, die Delphinae, die wir uns ja schon die letzten Male angeschaut haben und auch noch die weiteren Videos anschauen werden, ehe wir dann diese Unterfamilie verlassen und weiter zu anderen Gruppen gehen. Ja, sie kommen in weiten Teilen Süd- und Mittelamerikas und auch in großen Teilen Nordamerikas vor, also im südlichen Bereich von Nordamerika hauptsächlich. Sieht man hier auf der Kartendarstellung auch ganz gut. Die Farben auf der Karte geben die verschiedenen Verbreitungsgebiete der einzelnen Arten an. Das werden wir dann gleich bei den einzelnen sehen. Oft werden Opossums als Schädlinge angesehen, da sie Geflügel reißen und Mülltonnen durchwühlen, weil sie halt auch Kulturvölker sind, also sprich Menschen nachgefolgt sind und sich dem Leben an den Städten angepasst haben. Und die IUCN stuft alle Arten und damit die gesamte Gattung als Least Concern, das heißt nicht gefährdet, ein. Zum Körperbau. Die Kopfrumpflänge beträgt 32 bis 50 cm. Der Schwanz ist als Greifschwanz ausgebildet, kann also dazu verwendet werden, Dinge zu umklammern, wie wir das mit Daumen und Zeigefinger zum Beispiel können. Es ist halt meist dann in der Regel eine Kletterhilfe. Er ist glatt und seine Länge beträgt ebenfalls 32 bis 50 cm und ist damit ein gutes Abgrenzungsmerkmal zu anderen Arten, bei denen der Schwanz in der Regel länger als die Kopfrumpflänge ist. Das Fell ist weiß bis grau. Die meisten Arten haben über jedem Auge und in der Mitte der Stirn einen dunklen Fellstreifen, der ist so charakteristisch. Die erste Zehe der Hinterfüße hat keine Krallen und ist daumenartig entwickelt und kann zum Greifen verwendet werden, sowohl beim Klettern als auch zum Transport von Sachen, zum Beispiel für den Nestbau. Jeder Fuß weist 5 Zehen mit Krallen, ausgenommen der ersten Zehe der Hinterfüße, auf. Das Gewicht beträgt bis 5,5 Kilogramm, das Höchstalter 2,5 Jahre. Bei einer Körpergröße von 1 Meter werden wir auch sehen, es wird auch manchmal 1,10 Meter gesagt, das habe ich auf einen der Folien, ich glaube im zweiten Teil der Vorlesung dann. Zur Lebensweise. Ja, wie schon gesagt, sie sind Kulturvölker und können durch das Erbeuten von Geflügel und das Stöbern von Mülltonnen für den Menschen als lästig empfunden werden. In der freien Natur bevorzugen sie als Habitat Wälder. Und obwohl sie dank der Greifklauen und dem Greifschwanz gute Kletterer sind, sind sie in der Regel bodenbewohnt. Zudem sind sie gute Schwimmer, wird auch oft außer Acht gelassen. Die Opossums, also die Delphis, sind nachtaktive Einzelgänger, es sind allerdings viele. Den Tag verbringen sie in Felsspalten, hohlen Bäumen, in selbstgegrabenen Bauten oder Nestern, die sie mit Gräsern und Blättern auslegen. Das Territorialverhalten ist wirklich sehr, sehr stark ausgeprägt, sodass sie andere Artgenossen aggressiv bekämpfen, wenn sie in das Territorium eindringen. Und sie haben nur für ein paar Monate ein festes Revier, welches sie danach wechseln, wobei man vielleicht erwähnen sollte, die Reviere der Männchen sind deutlich größer als jener der Weibchen. Und als Allesfresser haben sie eine große Vielfalt an Nahrung, die sie zu sich nehmen, darunter zählen halt Insekten, kleine Säuger, Aas, aber auch Pflanzen. Die natürlichen Feinde von Opossums stellen Kojoten, Füchse, Eulen und größere Greifvögel dar. Und bei Bedrohung stellen sich die meisten Opossums auf die Hinterbeine und fletschen die Zähne, um Angreifer abzuschrecken. Das ist das, was sie als allererstes machen. Und als zweites, falls es nicht funktioniert, stellen sie sich tot. Und diesen Zustand können sie dann mehrere Stunden aufrechterhalten. Um die Täuschung noch zu perfektionieren, scheiden sie aus dem Anus eine grünliche Flüssigkeit ab, welche nach Verwesung riecht. Zudem verringern sie in der Regel ihren Herzschlag und ihre Atemfrequenz wird auch so stark vermindert, dass diese kaum wahrnehmbar ist. Sprich, man sieht den Körper fast gar nicht sich bewegen, wie als wenn er halt nicht mehr atmen würde. Zur Fortpflanzung.
Ja, die Weibchen der Opossums haben einen gut entwickelten Beutel mit 13 Zitzen und sie werden nach circa einem Jahr geschlechtsreif. Ein Wurf kann einige Tiere umfassen und sie werfen ein bis dreimal im Jahr. Und dann, wenn sie dann werfen, sind das halt bis zu 20 Jungtiere, von denen jedoch nur die am besten entwickelten gesäugt werden, da ja nur 13 Zitzen vorhanden sind. Und ja, alle, die zu dieser Unterfamilie gehören, ja dauerhaft gesäugt werden, also zumindest eine lange Zeit gesäugt werden, die letzten Monate dann nicht, sind sie ja darauf angewiesen, dauerhaft an den Zitzen zu sein. Sprich, wer 20 Jungtiere hat, aber nur 13 Zitzen, kann halt auch nur 13 am Leben erhalten. Die Tragzeit beträgt 12 bis 14 Tage, ist also wie bei allen anderen Verwandten recht kurz. Und Neugeborene sind 1 cm lang und haben ein Gewicht von gerade mal 0,13 Gramm, also super leicht. Wenn der Beutel zu klein für die Heranwachsenden wird, begeben sich einige stattdessen auf den Rücken der Mutter und werden fortan auf diesen von dieser transportiert, bis sie reif sind und die Mutter verlassen. Und das ist erstmals im Alter von 2 bis 3 Monaten, zumindest wo sie erstmal aus dem Beutel kommen und dann auf dem Rücken. Und dann nach 3 bis 4 Monaten sind sie halt voll entwickelt und trennen sich vom Muttertier. Also man muss sich das vorstellen. Sie saugen dann halt wirklich, bis sie vom 2. bis 3. Monat sind. Dann klettern sie aus dem Beutel auf den Rücken, werden von der Mutter dann noch rumgetragen, noch so ungefähr einen Monat. Und dann nabeln sie sich halt in Anführungszeichen komplett von der Mutter ab und sind ab dann selbstständig. Kommen wir zur inneren Taxonomie. Die Gattung der Opossums didelphis lässt sich in folgende Arten einteilen: das gemeine Weißohropossum, Didelphis albiventris, das Antenopossum, Didelphis pernicra, das Großohropossum, Didelphis aurita, das Südopossum, Didelphis marsupialis, das Nordopossum, Didelphis virginiana und das Guyana-Opossum, Didelphis imperfecta. Machen wir jetzt so bei den gemeinen Weißohropossum, Didelphis albiventris, weiter. Wie ihr gerade ja gehört haben, gehört es auch zur Gattung der Opossums, Didelphis, wie alle Arten, die wir uns jetzt hier und in der nächsten Vorlesung anschauen werden. Sie kommen in Brasilien, Bolivien, Paraguay, Uruguay und Argentinien vor. Ihr Fell ist für die Kleidungs- und Handtaschenherstellung begehrt. Das gilt zwar so ein bisschen allgemein für die meisten Opossums, aber für das gemeine Weißohropossum besonders. Und die UCN stuft die Art als Least Concern, nicht gefährdet ein, weil sie halt weit verbreitet ist. Die Kopfrumpflänge beträgt 26 bis 50 cm, die Schwanzlänge beträgt 25,5 bis 53,5 cm. Das ist insgesamt jetzt zwar ein gutes Unterscheidungsmerkmal zu anderen Gattungen, aber innerhalb der Gattung, um die Arten zu unterscheiden, ist das Verhältnis von Kopfrumpf zu Schwanz nicht wirklich einschlägig. Hinterfüße können eine Länge von 4,8 bis 5,9 cm erreichen und die Größe der Ohren beträgt 5 bis 5,4 cm. Die Fellfarbe allgemein ist sehr variabel und kann daher auch nicht zur Bestimmung herangezogen werden, halt meistens weiß-gräulich. Ein gutes Abgrenzungsmerkmal hingegen sind die namensgebenden weißen Ohren, denn diese sind halt in Kombination mit der Gesichtsfärbung einzigartig. Und letztere zeichnet sich durch ein V-förmiges, eindeutig schwarzes Muster vom Bereich zwischen den Augen bis zur Kopfoberseite sowie zwei dunklen Augenstreifen aus, kann man hier auch ganz gut im Bild erkennen. Die ersten Zentimeter des Schwanzes sind vergleichsweise dicht behaart. Ja, danach kann man halt auch gehen, der, die Schwänze sind auch ein bisschen variabel, ist aber auf den ersten Blick halt deutlich schwerer. Und die Schwanzspitze ist auffällig weiß gefärbt, auch hier gut zu erkennen im Bild. Ja, das Gewicht ist bis zu 5,5 Kilogramm bei einem Höchstalter von 2,5 Jahren und einer Kopfrumpflänge plus Schwanzlänge, also einer Gesamtlänge von 1,04 Metern. Zur Lebensweise. Ja, die gemeinen Weißohropossums ernähren sich von Würmern, Insekten, kleineren Vögeln, Eiern und Früchten, also als Allesfresser wie oft so oft sehr vielseitig. Da sie manchmal aber auch Ernten- und Nutztiere fressen, werden sie halt auch manchmal als Schädlinge angesehen.
Auf der anderen Seite erbeuten sie aber auch andere Schädlinge wie Insekten und Nager, was sie dann wieder zu Nützlingen macht. Es kommt halt immer auf die Betrachtungsweise an. Obwohl sie dank der Greifklauen und den Kreischwanz gute Kletterer sind, sind sie meist bodenbewohnt, gilt ja eigentlich für die gesamte Gattung. Und ein Revier kann eine Größe von bis zu 7,04 Hektar betragen, wobei das Revier von Weibchen in der Regel kleiner ist. Zur Fortpflanzung. Ja, die Weibchen werfen ein bis zweimal im Jahr und ein Wurf umfasst 4 bis 12 Jungtiere. Und nach 12 bis 13 Tagen werden die Jungtiere geboren. Ab dem zweiten Monat verlassen die Jungtiere den Beutel und ab da werden sie auf dem Rücken der Mutter getragen, bis sie diese verlassen. Ist also immer sehr ähnlich. Damit kommen wir zum anderen Opossum, die Delphis penicra, welches natürlich auch zur Gattung der Opossums, die Delphis, gehört. Und das Antenopossum kommt in den nördlichen Anden, daher auch der Name, vom nordwestlichen Venezuela über Kolumbien, Ecuador und Peru bis ins westliche Bolivien vor. Über die Art ist relativ wenig bekannt, jedoch konnte man beobachten, dass sie bodenbewohnt sind und das Weibchen nach einer Tragzeit von 12 Tagen 2 bis 7 Jungtiere zur Welt bringen. Ist also ein bisschen weniger. Es gilt aber so die Grundregel: je kälter das Habitat, desto weniger Nachkommen haben die Tiere. Das ist so eine grobe Faustregel. Die IUCN stuft die Art als Least Concern, als nicht gefährdet ein. Hatten wir auch schon mal, gilt ja für die gesamte Gattung. Ja, zum Körperbau kann man sagen, dass die Kopfrumpflänge 33 bis 44 cm beträgt, bei einer Schwanzlänge von 32 bis 41 cm. Wir haben es gesehen, für die ganze Gattung gilt, dass Kopfrumpflänge und Schwanzlänge ungefähr identisch sind. Und bei den Antenopossums liegt ein Geschlechtsdimorphismus vor. Geschlechtsdimorphismus, das ist ein Fachbegriff, wie es der Name sagt, Dimorphismus, zwei Gestalten. Das bedeutet, Weibchen und Menschen haben neben natürlich den Geschlechtsmerkmalen noch andere anatomische Unterschiede. Am häufigsten sieht man das halt bei Vögeln, wo in der Regel die Menschen deutlich prächtiger gefärbt sind. Das ist halt Geschlechtsdimorphismus. Und da sich Weibchen und Menschen halt hinsichtlich der Schädelform hier unterscheiden, haben wir halt auch einen Geschlechtsdimorphismus. Das Rückenfell besteht aus einer unteren Haarschicht, welche eine gelblich-weiße Basis mit dunklen Spitzen hat, sowie einer oberen Haarschicht aus schwarzen Deckhaaren, wirkt also in der Regel eher schwarz. Der Kopf ist weißlich und zeigt die typischen dunklen Fellstreifen. Das Bauchhaar ist weißlich mit schwarzen Spitzen. Die Kehle ist rosafarben. Die Ohren sind groß und weißlich bis rosa. Die Beine und Füße sind schwarz. Das Fell zwischen Ohren und Augen ist gräulich. Der Schwanz ist schwarz, bis auf die Spitze, welche gelblich-weiß ist. Und das erste Drittel des Schwanzes ist behaart. Es kann ein Gewicht von 1,2 Kilogramm erreichen, Höchstalter von 2,5 Jahren und eine Gesamtlänge von 82 Zentimetern. Damit kommen wir zum Großohropossum, die Delphis aurita. Das wird auch Sarui genannt und gehört zur Gattung der Opossums. Sie kommen im Nordosten Brasiliens über Paraguay bis Argentinien vor. Und es ähnelt dem Südopossum, die Delphis marsupialis, wobei dies als Lebensraum den Amazonas-Regenwald bevorzugt, während das Großohropossum im atlantischen Regenwald und im Araukarien-Hochland lebt. IUCN stuft die Art als Least Concern, nicht gefährdet ein, haben uns das ja auch gedacht, gilt halt für die gesamte Gattung. Und zum Körperbau kann man sagen, die Kopfrumpflänge ist 35,5 bis 37,3 cm. Der Schwanz ist fast genauso lang, 35,5 bis 37,7. Von der Mitte der Stirn bis zum Nasenrücken hinab ist ein auffälliger schwarzer Gesichtsstreifen zu sehen. Die Ohren sind groß, schwarz, scheibenförmig und unbehaart, ist ein sehr auffälliges Merkmal. Das Körperfell ist graugelb mit grauen bis schwarzen Spitzen. Ein Unterschied zum ähnlich aussehenden Südopossum besteht in der Behaarung des Kreisschwanzes, denn dieser ist beim Südopossum auch nur an der Basis behaart, aber deutlich geringer. Zudem ist die Schwanzbehaarung beim Großohropossum mindestens zu 50% schwarz, der Rest ist weiß, während die Schwanzpaarung beim Südopossum maximal 50% schwarz ist. Das Gewicht ist 1,1 Kilogramm bei voll ausgewachsenen Tieren
mit Höchstalter von bis zu 2,5 Jahren und einer Gesamtlänge von 75 Zentimetern. Lebensweise und Fortpflanzung. Ja, wie die meisten Vertreter hat es halt einen Kreisschwanz und auch Klauen zum Klettern. Trotzdem ist es halt vorwiegend bodenbewohnt. Sie paaren sich mit mehreren Geschlechtspartnern, das nennt sich Promiskuität. Die Paarungszeit ist von Juli bis März, das heißt während der Regenzeit. Die Weibchen können bis zu dreimal im Jahr einen Wurf mit 6 bis 7 Jungtieren zur Welt bringen. Die Tragzeit beträgt hierbei 14 Tage und nach der Geburt werden die Jungtiere dann noch bis zu 100 Tagen gesäugt, ehe sie das Muttertier dann nach 3 bis 4 Monaten insgesamt verlassen. Ja, damit sind wir mit der ersten Hälfte der Opossums durch. Ich hoffe wie immer, dass es interessant war und würde mich natürlich über einen Like freuen. Abo dalassen hilft natürlich auch immer ganz doll. Und gerne könnt ihr in die Kommentare schreiben, wenn ihr Fragen habt, Rückmeldung geben möchtet oder einfach nur Danke sagen möchtet, freue ich mich natürlich auch ganz doll. Ja, und mit diesen Worten sage ich, macht's nicht gut, macht's besser. Bis zum nächsten Mal und tschüss.